Furchtbares Ende einer Party in Schöppingen. Es war ein 18. Geburtstag, der dort gestern Abend gefeiert wurde. Einer der Gäste, ebenfalls 18 Jahre alt, verließ kurz die Feier und kam schwer verletzt zurück. Jemand hatte ihn niedergestochen. Wenige Minuten später erlag er seinen Verletzungen. In Schöppingen kann man heute kaum fassen, was da passiert ist. Heute Mittag vor dem Schöppinger Jugendheim. Vor allem die Jugendlichen des kleinen Ortes haben sich hier versammelt, um das Unfassbare besser begreifen zu können. Ihr 18-jähriger Freund und Mitschüler lebt nicht mehr. Mir fehlen jetzt fast die Worte. Wir sind unheimlich traurig alle. Die Jugendlichen, gestern Nacht habe ich es erfahren, um 1:30 dass der ein treues Mitglied hier von unserer Jugendeinrichtung erstochen worden ist, ermordet worden ist. Auf diesem Spielplatz wurde der 18-Jährige gestern Abend kurz vor Mitternacht niedergestochen. Keine 50 Meter vom Ort der Party entfernt. Nach Aussage der Polizei traf er hier mit einem 28-jährigen Mann zusammen. Was letztlich zu der Tat führte, ist noch unklar. Der mutmaßliche Täter aber ist gefasst. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung haben wir den 28-jährigen Tatverdächtigen in Schöppingen festgenommen. Er macht derzeit keine weiteren Angaben zu der Tat. Vor dem Tor des Schöppinger Asylbewerberheims stellte die Polizei den Tatverdächtigen. Seit 20 Jahren gibt es diese Unterkunft. Sie liegt wenige Kilometer außerhalb des Ortes. Die Bewohner lassen sich nur schwer integrieren. Das provoziert Konflikte zwischen einigen Heimbewohnern und Schöppinger Bürgern. Eine schwere Aufgabe für die Heimleitung. Sie sagen, wir sind total überfordert. Wir kriegen immer mehr kriminelle Energien in unsere Einrichtungen rein und können das gar nicht mehr auffangen. Und da findet gar keine Selektierung statt. Und diese Leute laufen hier frei rum, die haben freien Ausgang, alles. Und es ist auch schon zu Übergriffen weiblichen Geschlechts gekommen und so weiter. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ne? Ein Hilferuf an Politiker und Pädagogen und ein Appell an die Schöppinger selbst. Jetzt heißt es Ruhe bewahren und nicht noch neue Konflikte heraufbeschwören. Denn die Wut über den Tod des 18-Jährigen ist groß, aber die Trauer auch.